Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Hallo. Zu einer neuen Folge. Die letzte Folge, die ich aufgenommen habe. Ja, so nennen wir die Folge. Husten live. Husten live. Die letzte Folge, die ich aufgenommen habe, die war kaputt. Ich habe gerade geredet, mein Mikrofon war irgendwie gemutet. Der sagt nichts. Alles klar. Um 12:30 hier am Aufnehmen. In der Nacht von Sonntag auf Montag. Genau. Wie in der letzten Folge schon besprochen, ist das diese Folge während des Events der WrestleMania. Nein. Nee? Nein, WWE, nicht WrestleMania. WWE, ja, nicht WrestleMania. WrestleMania ist ja wieder was anderes. Das ist ja alles hier. Alles rigged. Alter, war das knapp. Ist der denen nur entgegengekommen oder wollte er dich abschießen? Nö, der ist mir entgegengekommen, hat gerade ein Auto überholt, ist wieder eingeschert und ist einen Millimeter an mir vorbeigedonnert. Ich schüchter den Typen schon mal ein, ne? Ja, mach das. Erstmal kill ich seine Kompagnons. Seine Champignons? Kompagnons. Ach so, ich hab Champignons verstanden. Nur mit der Faust. Okay. So, reicht schon. Sehr gut. Und auf zu den Produktionsvorräten. Toll, so weit sind die ja gar nicht. Nö. Der war nice. Wir haben die Käfersterne geklaut. Warum machen wir denn sowas? Backstars? Ja. Weiß ich auch nicht, warum wir sowas machen. Ah, es läuft ja immer noch dieses WWE 24, ey. Es läuft noch. Keine Ahnung, wie viel Uhr wir jetzt haben. 12:30. Dann läuft das noch eine halbe Stunde. Dann geht die Kickoff-Show erst um 0 Uhr los und die richtige Show endet um 6. Oh. Geht um 1 Uhr los und die richtige Show endet um 6, ja. So. Toll. Was denn? Ja, da musst du ja noch eine Stunde länger wach bleiben. Oh, meine Güte. Ja, der Partyplux ist so ein harter Kerl, der muss heute. Also wirklich heute noch arbeiten. Ja. Jetzt erstmal schön 3,5 Stunden ungefähr, ne? Oder waren es 4? Genau. Naja, eher 3. Eher 3. Ja, 3 Stunden vorgeschlafen. Und dann holt er am Morgen vielleicht noch eine Stunde Schlaf nach und dann muss er schon direkt zur Arbeit. Ich glaube, wenn die Show um 6 endet, dann werde ich mir mein Frühstück machen. Und dann gehe ich zur Arbeit.
Okay. Also wirst du gar nicht dann schlafen? Nö. Naja, das wäre dann schon ein harter Tag für dich dann, ne? Ja. Oh. Vorräte sind voll. Ich glaube, wir... Ja? ...werden jetzt eine andere Biker-Club-Mission machen. Ja, würde ich sagen, ne? Alter, warum rasten die alle gerade so im Stream aus? Weil da die Hardy Boys zurückgekehrt sind. Ach so. Das waren die beiden da, ne? Matt und Jeff Hardy, ja. Genau. Oh, ich mag den Weapon King XL. Mit dem kannst du über Rasen fahren, das interessiert ihn gar nicht. Ja. Fährt genauso schnell weiter. In deinem Luxus-Apartment ist ein Raubüberfall verfügbar. Mhm. Cool. Die Herausforderung unfallfrei beginnt in Kürze. Alter. Was denn? Ich bin so müde. Du hast ja auch nur eine halbe Stunde Nickerchen gemacht. Ja. Dafür kannst du aber auch... Was hast du gerade hier rausgeworfen? Ja, versuch gerade eine Bombe zu werfen. Hast du gehört? Ich dachte nämlich, die ist, die ist im Dach oben drinne hängen geblieben irgendwie. Ja. Hast du gesehen? Die ist weit geflogen, ja. Zünden! Oh, nee, oder? Du hast gesagt, zünden. Du hättest es auch so gezündet. Ach, mach doch nicht sowas, du Vollflöte! So kommen wir doch nicht da rein! Ups. Ich dachte, das dauert noch ein bisschen. Den gerade auch killen. Oh, hier oben. Neben mir ist eine Leiche runtergefallen. Oh. Wenn jetzt da keiner mehr wäre, könnte ich reingehen. Aber da sind leider noch so viele. Ich bin jetzt tot. Normalerweise dürften sie dir nicht mehr folgen. Warte jetzt hier oben, bis ich keine Polizei mehr hinter mir her habe. Ja, ist doch sehr gut. Nein! Nein! Oh, Heli. Was, Helikopter? Oh nee. Ja, natürlich. Weg ist er. Yep. Hey, was sind das für rot blinkende Fahrzeuge?
sind andere Leute mit Lieferungen und sowas. Okay, wir lassen die in Ruhe, ja? Ja, ja. Würde ich jetzt mal so sagen. Oh, wieder einen. Oh, Heli. Jo. Geschafft. Gut. So. Dann können wir gleich beginnen. Aber bei diesem 24-Ding, da zeigen die ganze Zeit nur vergangene Sachen, oder was? Ja, die zeigen einen Tag, in, was bei WWE abging. Jetzt das letzte WrestleMania. Diesen einen Tag zeigen die gerade. Ach so. Auch es findet bereits eine andere Mission statt. Wollt ihr mich eigentlich verkackeiern? Wir können hier nichts machen. Toll. Dann würde ich doch einfach mal vorschlagen. Ja. Machen wir irgendeine CEO-Mission und beschaffen ein Fahrzeug. Jo, machen wir. Gut. Hat die gerade mit ihrem Arsch die andere Tussi da umgeklatscht? Ja. Oh Mann. Lad mich mal ein. Ja, warte. Oh, au. Shit, sorry. Das wollte ich gar nicht. What you need, boss? Some wheels? I can bring them around. It's on the way. So. CEO. Steig schon mal ein. Warte. Die Polizei ist hinter mir her. Warum? Ich will mein Fahrzeug haben. So. Hab dich eingeladen. Alter, wie der Bulle umgefallen ist. What? Ja. Hast du ihn erschossen? Ja. Headshot, sah nicht. Oh, da ist jemand. Oh, oh. Ich muss hier hoch. Ja, mach das. Ich komm schon irgendwann hinterher. Jo. Ich habe das Gefühl, die haben das Motorengeräusch von dem Karin Sultan RS verändert. Echt? Ja. Okay. Es war vorher, hat sich das so ein bisschen weniger basslastig angehört. Gut, das ist ja gut möglich, dass die es gemacht haben, oder? Ja. Das ist alles gut möglich. Nein. Aua, mein Auto. Was ist mit deinem Auto? Ich hab einen Unfall gebaut. Hast du einen Reifen verloren? Nee, ich bin erstmal voll in den Berg reingefahren und dann habe ich mich in der Luft gedreht. Und dann bin ich gegen eine Laterne geknallt und da hätte ich beinahe einen Reifen verloren. Juhu, ich bin Dritter. Ich bin Dritter. Nö. Doch.
Du bist Zweiter, ich bin Dritter. Oh, Zweiter bin ich. Geil. Gerade eben war noch ein anderer Zweiter. Der hat gerade eben den Server verlassen. Ich habe dir einen Anteil gezahlt? Warum habe ich dir einen Anteil gezahlt? Weil du das letzte Mal eingestellt hast, dass du mir automatisch einen Anteil auszahlst, glaube ich, oder? Nee. Hab ich nicht eingestellt. Naja, ist nicht schlimm. Dir zahle ich gerne einen Anteil, anderen Leuten nicht. Bist du schon da? Ja, ich lade dich gleich ein. Du kannst ruhig schon mal eine Mission annehmen. Bist du schon hier unten in der Stadt? Ja, ja, ich bin gleich vom Gebäude. Gut. Der John Cena wird gerade erstmal schön von der Frau vermöbelt. Nee, von The Miss. Ja, das war eine Frau, die ihm gerade auf die Schnauze gehauen hat. Ach so, Maurice wahrscheinlich hat ihm eine Backpfeife gegeben. Jesus. Krass, was da abgeht. So, was haben wir denn für ein Fahrzeug? Oberklasse. 811. Was ist das denn für ein Schild? Kennzeichen Regal. Regal. Ja, steht da. Oh, ja, ja, hab ich gesehen. Okay. Stiehl den 811. Wo ist er denn? Macht John Cena gerade dieser Frau einen Antrag? Yep. Das ist Nikki Bella. Seine Frau. Ja, seine Verlobte. Wir haben, glaube ich, noch nicht geheiratet, soweit ich weiß. Okay. Also so seine Real-Verlobte auch, ne? Ja, ja. Ja, ja. Weil das meiste da ist ja Show an sich. Ja, aber das ist real. Okay. Also die sind wirklich ein paar. Ich habe mich jetzt letztens mit einem unterhalten. Der? Über die WWE. Der meint, ja, dass das alles total langweilig ist und... Aua! What? Toll. Dass das alles total langweilig ist, weil es ja gespielt ist. Die tun sich doch so oder so nicht weh. Da steht ja alles so oder so vorher fest. Wer gewinnt. Ja, das stimmt. Das ist schon richtig, ja, aber... Die tun sich nicht weh. Ich will diese Person Hallo? Mal sehen, wie die in diesem Ring steht und diese ganzen Bumps und Moves nimmt. Der wird danach nicht gescheit laufen können, weil diese Moves, ich habe mal so ein Wrestling-Training einmal mitgemacht. Ja. Diese Moves tun verdammt arschweh. Ja. Und vor allem, das ist ja... Viele nicht, aber die meisten. Das ist ja nur eine... Spamplatte ungefähr, auf die ja so Stoff gezogen ist und das war's. Ja. Eben. Und wenn du dann auf diesen Scheiß Platte drauf gepfeffert wirst, das tut weh. Ja, natürlich. Alter, das ist nicht dein Ernst. Hast du mit dem gerade gedriftet? Ja. Krass. In der Kurve da vorne ist das voll einfach. Hast du dich gedreht? Ja. Oh shit, Alter, das gibt's doch nicht, Mann. Da vorne ist jemand mit so einem mobilen Panzerwagen-Gedönse. Okay. Direkt bei uns auf dem Weg. Gefällt mir nicht, ich fahr hier rechts.
Da ist er. Der ist in der Polizeikontrolle. Hast du ihn erschossen schon? Nö, Polizei auf mich gelenkt. Okay. Ich hing in einem fetten Busch fest. Aua! Du scheiß behinderter Bulle! Ich hab doch gar nichts getan, ey! Woher wisst ihr überhaupt, dass das mein Kumpel ist? Oh, der Typ macht den Wagen halt selber kaputt, der in dem fährt. Ja komm, drückt der mich voll in so einen Pfosten hinein, ey. Dieses Fahrzeug wird ein bisschen viel Schaden haben. Ja, das glaube ich auch. Jo. Wir haben drei meiner Räder zerschossen. Nee, du bist über eine Nagelkette gefahren. Oh. Wahrscheinlich. Das kann gut möglich sein. Komm. Vierter Reifen auch. Ich krieg den nicht. Ich krieg den da nicht rausgeschossen. Was ist denn hier los? Ich bin auch zu langsam für den. Ich komme nicht dran, weil ich voll von der Polizei verfolgt werde wieder. Ja, ich auch. Ich habe 3 Sterne, Alter. Wir hängen die Bullen voll im Nacken. Und das ist so geil. Da schreit eine Polizistin: Macht seine Reifen kaputt! Hast du gar keine mehr. Ich habe einen einzigen Reifen noch. Ach so. Das Fahrzeug dreht sich halt die ganze Zeit, ey. Ich kann nicht normal weiterfahren. Und dieser komische Fahrer von dem Wagen fährt auch ganz komisch. Ich versuche ihn zu erschießen. Ja. Weil er mal langsam fährt. Und dann fängt er wieder an, schnell zu fahren. Bevor ich geschossen habe. Jetzt habe ich ihn. Sehr gut. Schneller! Oh Mann! Oh, ich sollte vielleicht nicht so laut sein. Warum? Ja, guck mal auf die Uhr. Ach so. Deine Nachbarin beschwert sich eh so oder so nicht. Wenn die durch mich wach wird, schon. Meinst du? Ja. Es kann sie ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob sie sauer wäre, wenn du sie in der Nacht wecken würdest. Ja. Genau. Finde ich, ist eine gute Idee. Du hast das Fahrzeug schon, ne? Ja, ja. Muss nur noch die Bullen loswerden. Jo. Fertig. Sehr gut. Zack. So, meine lieben Freunde, die Folge ist schon wieder vorbei. Weißt du, sie war ein bisschen langweilig. Ja. Aber es ist nun mal so. Also es gibt ab und zu mal solche Situationen. Und ich krieg natürlich Kopfgeld. Sehr geil. Es war ja wieder klar, dass sowas passiert. Naja. Ich wünsche euch viel Spaß bis zur nächsten Folge. Und falls ihr auf neue Sachen Lust habt oder auf irgendwelche anderen Geschichten wie
Jetzt fällt es mir nicht mehr ein, was ich sagen wollte. Challenges? Challenges? Ja, genau, Challenges. Dann schreibt es doch einfach in die Kommentare, die paar Leute, die zuschauen. Und wenn ihr Bock auf was anderes habt, dann werden wir das auch tun. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao. Tschüss.